Guten Abend. Herzlich willkommen zur Online-Konferenz der Initiative Neustart, neue Geldordnung. Der Wirtschaftsjournalist und Buchautor Norbert Hering ist heute unser Referent. Er ist promovierter Volkswirt, nach dem Studium zunächst Tätigkeit bei der Commerzbank. Nach 3 Jahren wechselte er 1997 in den Wirtschaftsjournalismus, zunächst bei der Börsenzeitung, ab 2000 bei der neu gegründeten Financial Times Deutschland. Seit 2002 ist er Redakteur beim Handelsblatt. 2002 gründete er den EZB-Schattenrat, eine Gruppe von damals 18, heute 15 prominenten Volkswirten aus Finanzinstituten, Universitäten und Forschungsinstituten, die geldpolitische Fragen diskutieren und Empfehlungen für die Geldpolitik der EZB verabschieden. 2011 zählte er zu den Initiatoren und Gründern und seitdem zu den Co-Direktoren der Internationalen Ökonomenvereinigung World Economics Association. Norbert Hering ist ein Kämpfer für den Erhalt des Bargelds. Sein Kampf für die Barzahlung der Rundfunkgebühr ist mittlerweile beim EuGH anhängig. Sein Buch Schönes neues Geld hatten wir in einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Club Voltaire am 1.10.2018 im Club Voltaire vorgestellt. Ein Link zu den Videos von dieser Veranstaltung finden Sie auf unserer Webseite www.neugeldordnung.de. Heute stellt Norbert Hering sein neues Buch Endspiel des Kapitalismus, wie die Konzerne die Macht übernahmen und wie wir sie zurückholen vor und diskutiert mit Hajo Köhn die Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Buch. Norbert Hering betreibt den Blog Geld und mehr, dessen Beiträge auf der Webseite der neuen Geldordnung veröffentlicht werden dürfen. Seine Blogbeiträge setzen sich nicht nur mit den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen auseinander. Auch die Bedrohung der Freiheitsrechte durch die Pandemiemaßnahmen, die Spaltung der Bevölkerung durch 2G- und 3G-Regeln und der Aufbau eines Überwachungssystems der Bürger durch die Einführung des digitalen Impfausweises werden von Herrn Hering in seinem Blog sachlich und gründlich recherchiert analysiert. In der nächsten Stunde wird Norbert Hering sein Buch vorstellen und mit Hajo Köhn eine Diskussion führen. Fragen von den Teilnehmern bitte im Chat einstellen. Diese werden im Anschluss an die Diskussion aufgerufen. Bitte beachten Sie auch, an wen Sie die Frage richten möchten. Ja, soweit. Jetzt gebe ich das Wort an Hajo Köhn weiter. Ja, guten Abend. Freut mich heute Abend ganz besonders, Norbert Hering hier als Referenten und Gesprächspartner zu haben. Zunächst meine Frage: Sind alle soweit im Bilde und im Ton? Falls nicht, dann bitte das im Chat bemerken, falls da irgendetwas Technisches ist. Ja, guten Abend, Norbert, wir duzen uns, da möchte ich jetzt auch dabei bleiben. Ich beginne mal gleich mit dem ersten Teil des Buches, Alle Gewalt geht von Konzernen aus. Eine altlinke Sicht. Mich würde interessieren, siehst du da etwas Neues als das, was die Linke immer schon gesagt hat? Nein, eigentlich nicht. Ich sehe da eine Zuspitzung letztlich. Da ist ziemlich viel passiert in den letzten 20 Jahren. Von daher hat es schon eine ganz andere Qualität gefunden. Und es hat sich vor allem dadurch nochmal sehr gedreht, weil ja die Linke traditionell eher globalistisch ist und gerade auf der globalen Ebene die Machtübernahme der Konzerne besonders ausgeprägt ist, sodass man schon sagen muss, wenn man als Linker irgendwie die Hoffnung auf die Weltregierung setzt und globale Zusammenarbeit, dann muss man sich schon sehr intensiv Gedanken machen, was man denn da kriegt. Ne? Wenn man einfach so denkt, das wird besser, wenn es international geregelt wird,
dann geht man auf die Ebene, wo die Konzerne das allergrößte Sagen haben. Also da haben wir schon fast eine Weltregierung der Konzerne. Aber jetzt nur noch mal zum Ablauf. Ich hatte mich jetzt darauf eingerichtet, dass ich mal durchs Buch durchgehe zuerst, bevor wir in die Fragen gehen. Hattest du es anders gedacht? Wir Nein, können auch, nein, auch gleich nein, die nein, Fragen durchgehen. nein, Okay. nein, nein. War nur eine Vorfrage. Ja, Gut. ja. Dann starte ich mal mit einem relativ kurzen und notgedrungen dann auch ein bisschen oberflächlichem Durchlauf durch das Buch. Ich kann auch mal zeigen, wie es aussehen wird, wenn es denn mal da ist. Endspiel des Kapitalismus, wie die Konzerne die Macht übernahmen und wie wir sie zurückholen. Das ist ein Buch, das ich, da kommt nicht viel Pandemie vor. Außer hier und da beim digitalen Impfpass, der ja schon so etwas wie die Fortsetzung oder die Klimax dessen ist, was ich da beschreibe. Es ist auch was vor der Pandemie konzipiert wurde, das Buch, aber man wird schon sehr vieles erkennen, sehr, sehr vieles, was da in Pandemiezeiten jetzt passiert, als eben einzuordnen in die Entwicklung, die ich da beschreibe. Ich habe gestartet mit der Frage, wie passt das zusammen, dass die Wirtschaft in einer tiefen Rezession steckt jetzt in der Pandemie, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, viele Unternehmen gehen pleite. Alle kleinen und mittleren Unternehmen fast haben große Schwierigkeiten, auch viele von den großen. Aber die Aktienmärkte und die Immobilienpreise schießen nach oben. Oder wenn man einen längeren Zeithorizont nimmt, frage ich, wie passt es zusammen, dass die Produktivitäts- und die Produktionszunahme von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer weiter abgenommen haben? Aber die Gewinne sind umso kräftiger gestiegen und mit ihnen die Aktienkurse. Es scheint ein Widerspruch zu sein. Um diesen Widerspruch, diesen scheinbaren aufzulösen, muss man die Frage nach dem System stellen. Und das System ist eben der Kapitalismus moderner Prägung. Wie funktioniert der? Das leitet zur Frage, Kapitalismus kommt von Kapital. Was ist Kapital? Ein schillernder Begriff, wie schon Karl Marx feststellen musste, auch er hatte seine liebe Not damit zu definieren, was Kapital eigentlich ist. Und es ist auch eine ziemlich diffuse Definition geworden. Ich setze mich da nicht näher mit auseinander, wie ich generell nicht explizit auf Karl Marx eingehe, weil das keine sehr gewinnbringende Beschäftigung ist, weil dann geht man in den Detailstreit mit den Marxisten aller Schattierungen, die das sowieso immer besser wissen als ich, der ich nur eine mäßige Kenntnisse von Marx habe. Der Begriff Kapital ist voll von Uneindeutigkeiten und von Doppelzählung. Es gibt Finanzkapital, Sachkapital, Produktionskapital, Geräte, Maschinen, Gebäude in der Bilanz eines Unternehmens heißen Kapital. Aber auch der Wert der Aktien, die Anspruch auf genau dieses Vermögen der Unternehmen verbriefen, ist auch Kapital derer, die die Aktien halten. Also Doppelzählung. Das Unternehmen weist die Schulden als Fremdkapital aus, aber bei den Haltern der Unternehmensanleihen gelten sie als Finanzkapital auch wieder als Kapital. Wenn man in die offizielle Statistik guckt, ist es wieder ganz anders. Für das Statistische Bundesamt besteht das Kapital der Volkswirtschaft ganz überwiegend aus den Wohngebäuden. Das Anlagevermögen der Unternehmen spielt kaum eine Rolle. Die Betriebsgebäude ein bisschen größere noch. Aber alles, was relativ schnell abgeschrieben wird, geht kaum in die Kapitalrechnung ein. Wenn man also anhand dieser diffusen Definition, was Kapital eigentlich ist, oder anhand dieser Beispiele definieren wollte, was Kapitalismus ist, dann würde man nicht weit kommen. Deswegen muss man sich entscheiden, welche Art von Vermögenswerten man als Kapital bezeichnen will. Ich folge da Jon Bichler und Nizan,
mit Capital S Power und auch The Code of Capital. Das ist ein Buch von einer Juristin. Daran lehnt sich meine Definition an. Kapital im Sinne meines Buches sind Eigentumsrechte, die leistungsloses Einkommen ermöglichen. Praktisch zählt dazu insbesondere privates Eigentum an Unternehmen, also an Unternehmen, nicht der Unternehmen, insbesondere das Eigentum an großen Kapitalgesellschaften, was nicht dazu gehört, auch Eigentum an Immobilien, die vermietet werden können natürlich. Was nicht dazu gehört, ist der Wert des Eigentums von Unternehmensführern an ihren eigenen Personengesellschaften oder kleinen Kapitalgesellschaften wie GmbHs, weil da kein leistungsloses Einkommen im Raum steht, solange das Unternehmen im Prinzip eine Erweiterung des Unternehmensführers ist und letztlich alles an ihm oder ihr hängt, also wie das zum Beispiel bei einem Handwerksbetrieb ganz klassisch der Fall ist. Da ist das Unternehmen letztlich ein Instrument, mit dem der Handwerker seine Kenntnisse und Fähigkeiten besser ausleben kann. Da ist nichts Leistungsloses dabei. Die Grenzen sind natürlich fließend. Ab einer gewissen Größe wird man aber einfach nicht mehr davon ausgehen können, dass das Unternehmen mit der Leistung und den Kenntnissen des Inhabers steht und fällt. Dann wird es immer mehr zu Kapital in meiner Definition. Maschinenanlagen und Gebäude im Eigentum der Unternehmen sind Produktionsmittel, aber kein Kapital in meinem Sinn. Insgesamt ist alles, was im Bilanzwert der Unternehmen ist, kein Kapital, sondern nur das Eigentum an den Unternehmen ist Kapital. Also das Eigentum derer, die ihre leistungslosen Einkommen daraus beziehen, dass sie die Unternehmen besitzen. Entweder direkt oder wenn wir Aktien halten und Ähnliches, sind wir auch Kapitalisten. Aber da gibt es eben beträchtliche Einteilung, weil das Kapital so ungleich verteilt ist, dass dieses Kleinkapital keine große Rolle spielt. Und bei den meisten von uns ist es halt so, dass wir viel mehr Arbeitnehmer sind als Kapitalisten. Kapitalismus definiere ich dann so als ein System, bei dem die Eigentumsrechte der Kapitalbesitzer auf leistungslose Einkommen gut geschützt sind und immer weiter ausgedehnt werden. Das ist das, was ich als Kapitalismus betrachte. Im ersten Teil meines Buches liefere ich dann viele Beispiele, wie sich zeigt, gerade in der Pandemie, dass die Eigentumsrechte der Kapitalisten gut geschützt sind. Aber vergleichbare Rechte von Arbeitnehmern oder von kleinen Unternehmen eben viel weniger. Kapitalismus darf man nicht mit Marktwirtschaft gleichsetzen, ganz und gar nicht. Insbesondere nicht in dem Sinne, als wenn man Marktwirtschaft mit freien wettbewerblichen Märkten gleichsetzt. Freie Märkte sind zwar wichtig im Kapitalismus, aber nicht so sehr freie Gütermärkte und Arbeitsmärkte, sondern vor allem freie Finanzmärkte. Dazu werden wir noch kommen, wenn wir näher auf die Rolle der Finanzmärkte eingehen. Kapital ist nicht nur gleichzusetzen mit wettbewerblicher Marktwirtschaft. Man kann sagen, das Kapital hasst den Wettbewerb. Weil in einer Wirtschaft mit wettbewerblichen Märkten im reinen Sinne sind die Gewinne gering oder gar nicht existent und entsprechend ist der Wert der Besitzrechte der Kapitalisten, also ihr Kapital, gering. Kapital besteht geradezu aus dem Grad der Einschränkung des Wettbewerbs. Kapital ist der Gegenwartswert aller heutigen und künftigen Gewinne, die der eingeschränkte Wettbewerb erst ermöglicht. Also nochmal, Wettbewerb und Kapitalismus sind Gegensätze. Je mehr Wettbewerb herrscht, desto weniger kapitalistisch ist ein System. Kapital braucht, um zu existieren, Wettbewerbsbeschränkungen und Monopolgewinne.
Und ganz zentral dafür sind Patente und anderes geistiges Eigentum. Das hat man jetzt in der Pandemie noch mal ganz entschieden gesehen, wie mit Händen und Klauen die Patente für die Impfstoffe verteidigt wurden gegen massiven Druck aus der ganzen Welt. Man sieht es auch, wie die wichtigsten, die wertvollsten Konzerne sind ja Apple, Microsoft, Google, Facebook, die alle ihren Wert, ihren sehr großen Multimilliardenwert letztlich daraus beziehen, dass ihr geistiges Eigentum geschützt ist. Microsoft wäre nichts wert ohne den Schutz geistigen Eigentums. Und entsprechend ist Bill Gates mit seiner Stiftung auch ein sehr, sehr entschiedener Verteidiger von Patenten und geistigen Eigentumsrechten, auch wenn es um Gesundheit geht. Kommen wir also zurück nach dieser Definition und Beschreibung von Kapitalismus zur Eingangsfrage. Wie passt zusammen Rezession und Aktienboom? Da haben wir gesehen, konstitutiv sind Marktmacht und Gewinne für den Kapitalismus. Die Gewinne fließen aus dem Unternehmen an Private ab. Das ist das Prinzip vom Kapitalismus. Nur vielleicht kommt ein Teil davon wieder ins Unternehmen zurück. Und wenn, dann auch nur gegen noch höhere Ansprüche der Kapitalbesitzer an das Unternehmen, also an den Produktionsprozess. Je höher die Monopolmacht, desto mehr Geld können die Kapitalbesitzer aus dem Unternehmen ziehen. Und umgekehrt, desto weniger Geld bleibt den Arbeitnehmern und Konsumenten. Das geht zulasten des Produktionswachstums, weil den Unternehmen Geld für Investitionen und den Konsumenten Geld für Käufe fehlt. Wenn man das zusammenzieht, kommt man zum Ergebnis, die Aktienmärkte boomen also nicht trotz, sondern wegen der abnehmenden Produktionszuwächse. Oder andersrum gesagt und besser ausgedrückt, weil das Kapital immer mehr Geld aus den Unternehmen und den Produktionsprozessen herauszieht, steigen einerseits die Aktienkurse so stark und lahmt andererseits die Wirtschaft immer mehr. Jetzt sind wir hier bei der neuen Initiative Neue Geldordnung. Deswegen gehe ich davon aus, dass sich die Rolle des Finanzsektors besonders interessiert. Er hat auch eine ganz besondere Rolle im Kapitalismus. Dabei fasse ich den Finanzsektor weit. Dazu gehören auch die Finance-Professoren, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, der Finanzjournalismus, die Analysten in den Banken und natürlich die Banken selbst und die Schattenbanken. Wenn wir also zurückgehen zum Prinzip des Kapitalismus, möglichst viel Gewinn zu generieren und an die Kapitaleigner zu transferieren, dann kann man das mit dem Generieren von Gewinn bewerkstelligen, einmal zulasten der Konsumenten über höhere Preise und Monopolgewinne, dann zulasten der Arbeitnehmer durch Drücken der Löhne, zulasten der kleineren Unternehmen durch Verdrängung und Übernahme. All das sorgt für höhere Gewinne. Und dann geht es noch darum, die Gewinne aus den Unternehmen möglichst umfassend abzuziehen. Und bei all dem hat der Finanzsektor eine tragende Rolle. Fangen wir von hinten an beim Ausquetschen der Unternehmen. Ich nehme da das Bild einer Zitrone im Buch, weshalb dann auch die wirtschaftliche Lage immer schlechter wird, weil wenn man eine Zitrone ausquetscht, dann ist sie irgendwann nicht mehr so ansehnlich. Für dieses Ausquetschen ist besonders wichtig, oder war in der Historie besonders wichtig, der Übergang in der Rechnungslegung vom kaufmännischen Vorsichtsprinzip, was bei uns galt, zum angelsächsischen Marktbewertungsprinzip, weil letzteres in fast jedem Aspekt dazu dient, es dem Unternehmen schwer zu machen, Gewinne im Unternehmen zu behalten und nicht an die Anteilseigner auszuschütten. Im rheinischen Kapitalismus war das Prinzip eher,
die Gewinne vor den lästigen Kapitalbesitzern zu verstecken, aus dem Interesse des Unternehmens heraus und aller Stakeholder an dem Unternehmen. Das war also noch ein, das war viel weniger, sehr viel weniger Kapitalismus und deswegen auch viel erfolgreicher, als wir heute haben, weil eben das Interesse des Unternehmens im Vordergrund stand und nicht das Interesse des Besitzers des Unternehmens. Heute, also ganz extrem, oder anders angefangen, es gab früher und nach dem Vorsichtsprinzip wurde alles vorsichtig bewertet und entsprechend gab es stille Rücklagen, Gewinne, die man heben konnte, wenn man sie brauchte, aber nicht ausschütten musste. Und das ist alles weg nach den neuen Marktbewertungskriterien. Und im Extrem geht es sogar so weit, dass heute, wenn ein Unternehmen in Schwierigkeiten kommt und Anleihen ausstehen hat, dann werden die Anleihen am Markt weniger wert. Dadurch sinken die Schulden des Unternehmens nach Marktbewertung. Deswegen kann das Unternehmen in vielleicht seinem letzten Jahr, in dem es, bevor es pleite geht, kann es nochmal Gewinne ausschütten, weil die durch die Schwierigkeiten die Anleihen so gesunken sind. Die Kapitalbesitzer bekommen nochmal Gewinne ausgeschüttet und im nächsten Jahr geht es dann pleite und letztlich die Gemeinschaft zahlt dafür, weil die Kapitalbesitzer ja nichts einschießen müssen und außerdem, was sie im Unternehmen drinstecken haben, selbst keine Verluste machen. Da zahlt also nochmal die Gesellschaft dafür, dass vorher nochmal Geld rausgezogen wurde. Das ist ein bekanntes Prinzip. Es ist auch bekannt, dass das absurd ist, aber das wird deswegen nicht etwa geändert, weil es ja eine hervorragende Einrichtung für die Kapitalisten ist. Die Kapitalanlagegesellschaften können mit ihrer Stimmrechtsdominanz hohe Ausschüttungen aus dem Unternehmen direkt erzwingen und tun das ja auch. Der Finanzsektor im weiteren Sinne hat über die Bilanzierungs- und Rechnungslegungsnormen sowas wie einen Normgewinn definiert und diesen dann auch noch gleich umbenannt in Eigenkapitalkosten. Und wer diese Eigenkapitalkosten nicht erwirtschaftet, der ist dann schon Kapitalvernichter. Also so wird die Gewinnschwelle, die Manager eines Unternehmens erreichen müssen, nach oben geschraubt. Weil Gewinn macht man nicht schon, wenn man schwarze Zahlen hat, sondern erst, wenn man die Eigenkapitalkosten übertrifft und also überdurchschnittliche Gewinne macht. Also der Normgewinn, das, was an die Eigenkapitalgeber, an die Unternehmensbesitzer abzuführen ist, das wird schon als Kosten definiert und ist insofern zu übertreffen. Dann sorgen der Finanzsektor zusammen mit dem freien Kapitalmarkt, und da wird eben der freie Markt so wichtig, die sorgen dafür, dass alle Kapitalgesellschaften sich an diese Gewinnerzielungs- und Ausschüttungsnormen halten. Wenn nicht, dann bekommen sie kein Kapital mehr. Die Manager werden abgesetzt, das ganze Programm. Und es geht sogar so weit, dass sich sogar kleine und mittlere Unternehmen nach den Normen des Kapitalmarkts richten müssen, also was die Gewinne angeht und all sowas. Sonst werden sie übernommen, zerlegt und das Management gefeuert, die Assets verkauft. Das war sogar im Frühjahr, also diese Drohung mit der Übernahme und der Zerlegung durch Hedgefonds und andere Heuschrecken, durch Private Equity Unternehmen, wurde sogar angeführt in der Tagesschau, als Daimler seine Dividendenausschüttung bekannt gegeben hat, relativ hohe.
trotz der vielen staatlichen Subventionen, was dann ein bisschen ausstieß der Öffentlichkeit. Und da dürfte ein Analyst in der Tagesschau sagen, die Daimler müssen das machen, sonst müssen sie Angst haben, übernommen zu werden, wenn sie die Kapitalbesitzer nicht zufriedenstellen. Zusammenfassend kann man, und das geht natürlich auch bei der Gewinnerzielung da rein, dass es gibt ja heute keine, praktisch keine Ingenieure mehr an der Spitze von Unternehmen, bei denen man annehmen konnte, dass die das Ziel hatten, möglichst gute Produkte, möglichst günstig und viel davon zu produzieren und zu verkaufen, sondern das sind heute alles Finanzleute an der Spitze, die das Ziel haben, möglichst hohe Gewinne im Interesse ihrer Auftraggeber, der Kapitalbesitzer zu erwirtschaften. Und das sind auch Dinge, für die der Finanzsektor sorgt, dass das reibungslos funktioniert. Und dieses ganze Arrangement, für das der Finanzsektor zuständig ist, sorgt letztlich dafür, dass wir, aber vor allem auch die großen Kapitalbesitzer, letztlich nichts tun müssen, um außer zu besitzen. Wir müssen nur Kapital haben und dann fließt das Einkommen leistungslos. Dass die Unternehmen so aufgestellt sind, dass sie den Gewinn maximieren und möglichst viel ausschütten an die Kapitalbesitzer, das ist alles so automatisiert, dass wir uns da gar nicht mehr drum kümmern müssen. Allerdings gibt es ein Problem bei der ganzen Geschichte und deswegen heißt mein Buch Endspiel des Kapitalismus. Wie gesehen, wird das Produktivitätswachstum und das Produktionswachstum als Basis für die künftigen Gewinne immer geringer. Das konnte lange zugedeckt werden durch zunehmende Umverteilung zugunsten der Kapitalbesitzer. Ich zitiere da mehrere Studien im Buch, die das nachgewiesen haben, dass die Gewinne der Unternehmen, der großen Kapitalgesellschaften, zu einem ganz großen und stark zunehmenden Teil in den letzten Jahrzehnten aus Umverteilung kamen, also weniger Steuern bezahlt, weniger nichts mehr vom Produktivitätsfortschritt an die Arbeitnehmer abgegeben und den Verbrauchern höhere Margen abverlangt. Alles Umverteilung, nichts mit mehr Werte schaffen. Das hat eine immer größere Rolle gespielt. Aber die Umverteilung stößt halt auch an Grenzen. Das ist jetzt schon so extrem, dass die Konzentration des Kapitals in wenigen Händen, dass sich da auch nicht mehr so viel machen lässt. Und dadurch neigt das System eben zum Zusammenbruch. Und hier kommt das Geld ins Spiel. Geld ist letztlich auch Kapital. Das ist ein Anspruch auf Vermögen und die freien Ressourcen der Gesellschaft. Wobei man muss arbeiten fürs Geld. Ne? Insofern ist das mit leistungslos so eine Sache, aber wenn man es mal hat, dann kriegt man sein Einkommen draus. Die Banken haben das Recht, Geld zu schaffen. Das brauche ich hier nicht erklären, zum Glück, gehe ich davon aus. Die Banken entscheiden also über die Verteilung von Kapital, das sie selbst schaffen. Und haben natürlich privilegierten Zugang dazu untereinander und vor allem die Schattenbanken, die ja aufs Engste liiert sind mit den Banken, die das Geld schaffen dürfen. Und vom privilegierten Zugang zu diesem Kapital, das die Banken selbst schaffen dürfen, rühren nach meiner Einschätzung die hohen Renditen der Finanzinstitute, insbesondere im Schattenbankenbereich. Den deutschen Banken geht es jetzt gerade nicht mehr gut, weil die auf dem Ast sind, wo schon sehr viel rausgegangen ist und weil letztlich die großen internationalen Banken ihnen die Butter vom Brot nehmen. Aber in der Vergangenheit kennen wir ja, die Deutsche Bank wollte eine Kapitalrendite von 25% erzielen. Also die Ansprüche waren sehr hoch.
Das große Problem dabei ist bei der Vergabe von Krediten, mit denen dieses Kapital geschaffen wird, dieses Geld geschaffen wird, richten sich die Banken nicht nach dem Interesse der Gesellschaft, sondern nach dem eigenen. Und das deckt sich nicht mit dem Gesellschaftsinteresse, sondern mit dem Interesse der Kapitalbesitzer. Die Banken geben Kredit gegen Sicherheit, und zwar Sicherheit für die Bank, nicht für die Gesellschaft. Und das bedeutet, dass Kredit am liebsten für den Kauf vorhandener Assets gegeben wird, statt für Investitionen, weil Investitionen, da ist immer sehr oft relativ wenig da, was man nachher pfänden kann, wenn es schief geht. Während wenn ein Haus gekauft wird oder Aktien oder andere finanzielle Assets, womit die Schattenbanken handeln, da ist es relativ leicht, nachher die Assets zu verwerten, zumindest in normalen Zeiten. Und also so viel zur Definition und zur Herkunft des Geldes. Jetzt zum Titel Endspiel des Kapitalismus. Das ist das dritte Kapitel meines Buchs, heißt so. Das zweite war die Definition und Beschreibung des Kapitalismus. Nach der Analyse ist gegen Ende des letzten Jahrhunderts der Kapitalismus in sein Endspiel eingetreten. Jede Krise wurde durch eine Geldschwemme letztlich bewältigt, und die wurde jedes Mal größer, und seit 2010 ist ja richtig extrem geworden. Das sind Aberbillionen, die da in die Wirtschaft und insbesondere in die Finanzmärkte gepumpt werden von den Banken von den Zentralbanken in Zusammenarbeit mit den Banken. Und damit ist es eben gelungen, die Finanzmärkte, die Aktienmärkte so weit oben zu halten, insgesamt alle Assetmärkte und nebenher die Wirtschaft auch noch so halbwegs am Laufen zu halten. Aber so sehr lange kann das nicht mehr gut gehen, weil wir sind ja jetzt schon im Zustand, wo 30-jährige Anleihen praktisch Nullzinsen haben. Das ist einfach was ganz anderes als in früheren Zeiten, wenn die Zentralbanken, wenn es mal schlecht läuft, die Zinsen senken und Geld reinpumpen. Dann senkte das die kurzfristigen Zinsen. Die langfristigen deutlich weniger, weil man erwartet hat, dass irgendwann die Wirtschaft wieder in Schwung kommt und es dann rückwärts geht. Und so hatte das so beschränkten Einfluss und konnte auch relativ leicht wieder rückgängig gemacht werden. Aber jetzt sind die Zinsen so massiv, also bis null gesenkt worden und darunter, um die Assetmärkte oben zu halten. Das hat nicht gereicht, deswegen wurde so viel Geld reingepumpt und die Erwartung geschaffen, dass das auch bis auf Jahrzehnte hinaus es praktisch keine positiven Zinsen mehr geben wird. Und das hat die Märkte immer weiter gestützt, weil das ja sehr wichtig ist für die Aktienmärkte und die Immobilienmärkte, zu wissen, dass die Zinsen sehr lange niedrig bleiben, dann gehen die Werte noch weiter nach oben. Aber das bedeutet eben umgekehrt, dass man das nur noch sehr, sehr schwer bis gar nicht wieder rückgängig machen kann, weil man müsste diesen ganzen Weg zurückgehen und von der Erwartung, dass die nächsten Jahrzehnte es praktisch keine Zinsen mehr gibt, wieder hingehen, dass die Zinsen doch deutlich höher werden wieder, und das würde letztlich einen Crash an den Aktien- und Immobilienmärkten verursachen. Das haben, nach dem, was ich auch so gelesen habe und zitiere aus den einschlägigen Kreisen wie Rockefeller Foundation und andere, haben die Interessenvertretungen des Kapitals spätestens 2010 so gesehen, dass das nicht mehr lange gut geht und dass sie ein Nachfolgemodell brauchen.
Das ist der zweite, damit geht es weiter im dritten Teil zum Endspiel des Kapitalismus, wie Sie sich das vorstellen. Das ist in meiner Analyse der Übergang zum Neofeudalismus. Manche nennen es auch Plattformkapitalismus. Das ist ein Modell, wo Märkte eigentlich nicht mehr nötig sind, vielleicht noch aufrechterhalten werden, um den Schein zu wahren. Aber wenn da jemand ist, der sowohl den Markt kontrolliert, als auch alles über mögliche Anbieter weiß, selber ein möglicher Anbieter ist und alles über die Nachfrage weiß und die Nachfrage auch noch selber produzieren kann, da braucht man eigentlich keine Märkte mehr. Und nebenher und auch mit massivem Nachdruck wird die Kontrolle über die Bevölkerung maximiert, weil für die allermeisten in diesem Nachfolgesystem nicht mehr viel da sein wird, wie schon damals im Feudalismus. Das bisschen wird dann Grundeinkommen genannt werden, was dann noch da ist. Auch im Sinne eines globalen Grundeinkommens, was ermöglicht, dass es in den Industrieländern immer niedriger wird, weil man ja argumentieren kann, dass die anderen mit viel weniger auskommen. Das ist so ganz kurz gefasst die Vorstellung der Kapitalvertreter, wie es weitergehen soll. Für die übrigen 99% wäre natürlich was eine Alternative, die ich mal soziale Marktwirtschaft statt Kapitalismus nenne, vorzuziehen. Da will ich jetzt hier noch, weil wir bei neuer Geldordnung sind, noch eine Nebenbemerkung machen, bevor wir dazu kommen. Es gibt ja viele Reformideen und Initiativen für den Finanzsektor von Vollgeld über Schwundgeld und Regionalgeld und wie sie alle heißen. Die sind auch alle sehr wertvoll für die Diskussion ums Geldsystem und das Verständnis dessen, wie es funktioniert. Aber aus meiner Sicht ist es viel zu kurz gesprungen, das Geldsystem allein ändern zu wollen. Denn das verkennt die zentrale Funktion, die das Geldsystem im Kapitalismus hat. Und der Kapitalismus im kapitalistischen Staat, der ja mit dem Staat zusammenarbeitet, der wird nicht erlauben, das Geldsystem so zu ändern, dass es gegen den Kapitalismus geht. Da kann man natürlich sagen, wir probieren es trotzdem, aber dann sollte man wirklich schon direkt sich mit dem Kapitalismus auseinandersetzen, wie man den beseitigen kann, beziehungsweise die Vorrechte des Kapitals, anderes Wort für Kapitalismus. Ich nehme als Beispiel die Monetative, die ja viele gute Analysen hat in Sachen Vollgeld, wie das wirken würde, aber dann auch gleichzeitig die EZB als vierte Gewalt im Staat völlig unabhängig und noch mächtiger machen will. Unabhängig ist er ja jetzt schon. Und das ist so ein Beispiel, was ich für völlig verfehlt halte, das eben völlig verkennt, dass die EZB der zentrale Interessenvertreter und Organisator der Finanzbranche in ihrer Rolle für den Kapitalismus ist. Wenn man die EZB jetzt noch stärkt, dann spielt es letztlich auch keine große Rolle für die Gesellschaft, ob die das dann als Vollgeldsystem etabliert mit privaten Banken oder ob sie die Interessen des Großkapitals über die Banken mit einem fraktionalen Reservesystem wie jetzt auch vertritt. Letztlich kommt es dann aufs Gleiche raus und lohnt den Kampf nicht. Also meine These ist, man muss schon den Kapitalismus / die Vorrechte des Kapitals beseitigen und nicht einfach die Hoffnung draufsetzen, das Geldsystem zu reformieren. Wenn das Wirtschaftssystem nicht mehr kapitalistisch ist, spielt es auch keine so große Rolle mehr, wie das Geldsystem organisiert ist, würde ich sagen. Umgekehrt das Geldsystem reorganisieren, wenn der Kapitalismus so bleibt, wie er ist, bringt nichts. Dann komme ich schließlich zu dem, was der vierte Teil meines Buches ist. Wie sieht so eine Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft ohne Kapitalismus aus?
Was es nicht ist, ist Sozialismus. Das ist kein Sozialismus. Es ist vor allem keine Zentralverwaltungswirtschaft. Sagt ja schon der Name Marktwirtschaft, sondern dass die zentralen Aspekte sind, dass es kein Eigentum an Unternehmen gibt, außer das, was ich Besitzeigentum nennen würde, was ich beschrieben habe, wo also Privatgesellschaften, die bei denen der Inhaber letztlich der Bestimmende ist und auch der, an dem das Unternehmen hängt. Die Unternehmen gehören sich also selbst, erfüllen ihren Satzungszweck, müssen stehen im Wettbewerb und müssen schauen, dass sie im Wettbewerb Gewinne machen, um investieren und wachsen zu können, zumindest keine Verluste zu machen. Die Gewinne, die sie machen, werden eben für den Satzungszweck möglichst gute, möglichst viele Produkte zu produzieren, ihren Angestellten ein gutes, sicheres Einkommen zu verschaffen. Dafür werden die Gewinne genutzt. Da gibt es eine sehr interessante Initiative, bei der ja sogar das Institut der deutschen Wirtschaft mitmacht, nannte sich ursprünglich Verantwortungskapital, heißt jetzt GmbH mit gebundenem Kapital. Also die Initiative will, dass für solche GmbH mit gebundenem Kapital eine Rechtsform geschaffen wird, die es erlaubt, das abzusichern, dass das, die Gewinne im Unternehmen bleiben und nicht an Kapitalbesitzer ausgeschüttet werden, weil das eben so schwierig ist heute. Man kann solche Sachen mit Stiftungsmodellen machen, aber das ist sehr aufwendig, kommt zum Beispiel auch für Startups nicht in Frage, für die das aber sehr wichtig ist, weil die ja oft starten mit dem Wunsch, gemeinsam das Unternehmen groß zu machen. Und wenn es dann mal erfolgreich ist, dann wollen die einen das möglichst schnell an wen auch immer verkaufen und die anderen wollen es weiter groß machen und alle zerstreiten sich darüber und letztlich wird es dann doch verkauft, weil so viel Geld winkt. Da ist es eben sehr hilfreich, wenn man eine Möglichkeit hat, als Rechtsform das zu etablieren. Ich würde halt drüber hinausgehen und Richtung Genossenschaft mit gebundenem Kapital denken, wo eben alle Stakeholder des Unternehmens, alle, die ein langfristiges und intensives Interesse am Wohlergehen des Unternehmens haben, haben Stimmrechte, um den Aufsichtsrat zu, keine Eigentumsrechte, sondern nur Stimmrechte, um den Aufsichtsrat zu bestimmen, der wiederum ein Management bestimmt, das nach Möglichkeit freier und schneller walten und schalten kann, als das bei Genossenschaften nach heutigem Genossenschaftsrecht möglich ist. Und dann wäre noch abzugrenzen, was über Märkte läuft und was besser monopolistisch mit öffentlichen Unternehmen organisiert wird. Und da ist eben Wohnen, alles was mit Boden zu tun hat, sollte nicht über den Markt gehen, weil das von vornherein leistungslose Einkommen sind. Das große Problem bei den hohen Mietkosten und hohen Wohnkosten sind ja die Bodenwerte in den Städten. Und das lässt sich im Prinzip kaum lösen, wenn das mit Privateigentum an Boden und freier Verfügung darüber, ob und wer da bauen kann, das sollte in staatlicher Bodenbevorratung passieren und dann auch gut, die Baugesellschaften könnten im Wettbewerb sein, aber der Boden sollte in staatlichem Besitz sein. Versicherungen, einschließlich Renten- und Krankenversicherungen, sind nicht geeignet für einen Wettbewerb. Ich will jetzt mal nicht intensiv drauf eingehen und alles, was Daseinsvorsorge ist, einschließlich Energieversorgung und sowas, da wird ja heute Wettbewerb simuliert. Auch bei der Bahn, aber das ist ja extrem teuer und unproduktiv, diese Simulation von Wettbewerb. Da ist viel besser in aller Regel, das aus einer Hand zu machen.
das Geldsystem würde ähnlich aussehen drin, aber wie gesagt, darauf kommt es dann gar nicht mehr so sehr an, wenn der Kapitalismus mal beseitigt ist. Ich würde mir da Genossenschaften und staatliche Betriebe, aber dezentrale, ähnlich wie Sparkassen vorstellen, die im Wettbewerb für Kostendeckung sorgen müssen, gewisse Vorgaben einzuhalten haben, weil das im Wettbewerb nicht von selber passiert. Sie dürfen also nicht mehr als einen bestimmten Prozentsatz, würde ich mir da vorstellen, an Wohnungskrediten geben, weil die gesellschaftlich nicht produktiv sind. Die sind für Einzelne nützlich und junge Familien sollen auch einen Kredit haben können, aber die Banken sollen nicht ständig immer mehr Wohnungskredite vergeben und damit die Preise nach oben treiben, dass sich die Familien dann schließlich die Wohnungen erst recht nicht mehr leisten können, ohne sich dann aufs Leben hinaus wieder Kredite ans Bein zu binden. So ist meine Vorstellung, wie das aussehen würde. Damit bin ich durch, Hajo. Vielen Dank für die Geduld und ich stehe jetzt gern für deine Fragen zur Verfügung und Einwände, wenn du welche hast. Ich bemühe mich. Ja, danke, Norbert.